Na, gehen wir dann hier zu der Ruine. Der Weg dahin müssen wir immer noch muss ja immer noch gelaufen werden. Daher werden wir höchstwahrscheinlich unterwegs auch noch ein bisschen was finden. Stufe 39. Das ist Oblivion-Zeichen. Ja. Skyrim halt, ne? Geht voran. Ich bin ja immer mehr am Überlegen, ob ich's mit dem Drachen vielleicht auch aufnehme. Komm, Sichtwechsel. Sichtwechsel. Aber eigentlich wollte ich gerade drauf hinaus. Dass ich fragen wollte. Ich weiß dafür nicht, ob ich dafür eine Umfrage starte oder auch nicht. Sagen wir es mal so, ich überlasse euch da einfach mal so eine Entscheidung innerhalb der Kommentare. Ja, diesmal bitte ich ernsthaft um Kommentare für diese Frage. Weil ich ansonsten einfach zwei Umfragen gleichzeitig laufen habe und das ist für mich eher unpraktisch. Die Frage wird nämlich lauten, ob ich Skyrim so wie bisher nach wie vor nur am Wochenende starte mit diesen 30-Minuten-Parts. Oder ob ich es wieder versuchen sollte, es häufiger zu machen. Beziehungsweise nicht die gesamte Woche lang, so wie früher. Das ist nämlich viel zu viel und das kriege ich auch gar nicht aufgenommen. Den Grund kennt ihr ja hoffentlich alle. Wenn nein, dann solltet ihr mal anfangen, genauer zuzuhören. Nee, das. Ja, weil. Naja, das Problem ist, sollte eigentlich klar sein, weil ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Aber dass ich vielleicht noch am Freitag hochlade. Dass hier ich einfach die freien Tage der Schüler, sag ich mal. Weil Schüler können am besten Freitag, Samstag, Sonntag. Zumindest was so, als ich Schule hatte. Auf Videos schauen. Da habe ich auch groß immer geguckt früher und. Naja. Dann frage ich einfach mal so: Soll ich den Skyrim noch auf den dritten Tag zunehmen? Wird so heißen, dass ich innerhalb einer Woche, um für die Woche vorbereitet zu sein, 1,5 Stunden spielen muss. Ja, was heißt muss, sondern spielen sollte. Da ich aber momentan echt auf Vorrat habe, und zwar alles. Alles, was ich besitze, ist auf Vorrat und. Und ja, den Vorrat leer zu werden, ist, wie mir auffällt, eine heikle Geschichte. Oder denke ich mir dann einfach mal, frage ich nach, ob es sich vielleicht lohnen würde, boah, Skyrim ein bisschen häufiger hochzuladen. Und dafür dann einfach weniger im Vorrat wieder zu haben. Bis zum gewissen Zeitpunkt, wo ich sagen muss, jo, scheiße, jetzt habe ich übertrieben, jetzt muss ich wieder aufhören. Seht mal da drüben, eine Zwergenruine. Ja, Lydia, genau, du hast es erfasst. Ein Abenteurer haben wir hier. Ein Totenabenteurer, aber ein Abenteurer. Also, ich überlasse euch die Entscheidung. Skyrim noch einem dritten Tag, den ihr auch übrigens wählen dürft. Weil für mich wird das überhaupt keine Umstellung sein, wann ich hochlade, nur was das Aufnehmen massetechnische ankommt. Aber die Prince of Persia-Geschichte, die bleibt natürlich, sage ich mal, für die Montag- bis Freitag-Geschichte. Kristall verschwunden. Findet Paratus in Ukola. Okay, was habe ich jetzt gerade? Oh fuck, ich habe mich wohl nicht mal ein einziges Mal entladen. Ja, das ist unpraktisch, glaube ich. Was habe ich denn alles? Ach jo, ich habe ja noch deren Armbrüste. Zuhörer, es ist eine Ehre, vor euch zu stehen. Ja, Zuhörer. So. Ja, guck mal, die hat da Pfeilchen ein paar. Da, Waffe. Du kriegst. Ich bleib bei meinen Pfeilen und ich bleib bei meinem Bogen. Ach, mache ich nachher.
Ja, gut. Da. Die Armbrust ist für dich. Habe ich schon ein paar Rüstungen. Ja, bewendete Rüstung kriegt sie jetzt nicht gerade. Was hat sie überhaupt gerade? Ein Ebenerzdolch, eine Armbrust und... Ja, super. Boah, da gebe ich dir... was kann ich dir noch geben? Ich hasse es manchmal. So, ich drücke nämlich immer E statt R. So, die kriegt jetzt 5 Bolzen. Soweit ich weiß, da kriegen die nämlich keinen Verlust durchs Schießen. Und nun ja, demnach sollten 5 Bolzen für sie reichen, damit sie die Armbrust auch benutzt. Weil die Armbrust haut ja richtig kräftig rein, wie wir herausgefunden haben. Gut, und dann geben wir hier... Sengen in Hitze. 15 oder 10. Kriegst du den. Gut. Ja, Zuhörer. Ach. Natürlich, Zuhörer. Worum geht es? Gibt es noch etwas, was ich für euch tun kann? Wie ihr wünscht. Ist das alles? Ja, sorry. Ich bin direkt hinter euch. Right here. Huskarl, ich möchte einige mit euch tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Antimbau und Stahlschwert, what the fuck. Gut, Waffen, du kriegst erst einmal von mir eine Armbrust. Freihaus, natürlich. Ein Stahlstreitkolben kriegst du auch noch. Und deine 5 Bolzen. Die ich natürlich erstmal selbst wieder ausrüste, weil ich hier die falsche Taste erwische. Ich könnte kotzen. Jetzt sollst du wieder runterscrollen. Ja, sorry für das total unprofessionelle Grad. Ich bin nur... total unprofessionell Grad. Na, nicht müde. Na gut, auch müde, aber das ist... unwichtig. Habe ich denn für dich Bekleidung? Nur damit du aus diesen Drecksklamotten da rauskommst. Ja, ich habe hier die roten Klamötches. Ach jo, die roten habe ich ja. Rüstung, das bringt mir 45. Mein Hauptschild, mein Schild. Was ist ein Schildträger? Ich glaube, ich trage immer noch das Orkische, ne? Ja, ich habe ein Ebenerz. Also wenn ich ein Schild tragen würde, würde ich... das Orkische tragen, das gibt mir 61. Warum bringt mir das Orkische 61 und das Ebenerz... oh, das Ebenerz bringt mir 65! Das sind die Informationen, die mir gerade irgendwie fehlten. Gut, und dann kommt das Ebenerz-Schild auf die 3. Mal los. Gut, ich kann wieder schnell laufen. Das Problem ist nur, ich bin überladen. Kurz davor zumindest. Nun ja, deswegen gehe ich erstmal wieder zurück nach Weißlauf, entlade mich komplett und rüste dann auch gleichzeitig meine Krieger komplett noch ein, also meine 2 Begleiterinnen. Oh, und dann gucken wir mal weiter. Ja, das ist das Problem von einer großen Reise, man muss sich immer wieder neu aufrüsten, auch in Minecraft und XCOM so. Sogar in Metro 2033 macht man das, welches Let's Play läuft noch. Na, Prince of Persia ist mir ja ständig unterwegs. Na, da muss er ja auch die neue Waffe ausrüsten. Ausrüsten, also die neue Zweihandwaffe. Nö. Gut, aber naja, ich glaube, mir fällt mir gerade nicht ein. Ne, mehr fällt mir nicht ein. Anlaufende Let's Plays, wo man sich selbst ausrüsten kann. Doch, Gothic. Aber der gute Drachen macht ja Pause, daher habe ich das mit aufgezählt, weil ich das vergessen habe. Bei seiner Pause. Der macht ja Pause. Ah ne, ich habe keine Drachenknochen, das ist ja unschade. Was halt, boah, geil Deutsch ich kann. Ist voll unschade. Echt. Ich liebe mich manchmal für meine Deutschkenntnisse. Da klingt der Tenny, da... was heißt klingelt? Ich bin total durch den Wind. Da
gibt das Handy einen SMS-Ton und ich schmeiß vor lauter Schrecken Diadem weg. Ich habe sogar leider das Problem, ich weiß nicht, was für ein Diadem das war. Ich muss jetzt einzeln durchklicken, bis ich das Diadem wieder gefunden habe. Und dann gleich aufs Handy gucken, um herauszufinden, was für eine Scheiße da gerade passiert ist. Für den Fall, dass es wichtig war. Dann gucke ich drauf, roll mit den Augen, bin total entsetzt und finde raus, es war überhaupt nichts. Boah, ich habe viel zu viele unterschiedliche Klamotten. Viel zu viele. Oh, die Wolfsrüstung. Die mag Lupo übrigens sehr, was vielleicht daran liegen mag, dass er Lupo heißt. Lupo heißt ja übersetzt irgendwie Wolfs oder so. Ich glaube, es heißt Wolf. Ich bin mir gerade nicht sicher. Muss ich aber auch nicht in allen sicher sein, finde ich. Sonst wäre das Leben ja auch langweilig, wenn man total ohne Überraschungen durchkommen würde. Gut, damit habe ich alle Bekleidung abgelegt. Okay, sagen wir es mal so, was für Rüstungen könnte ich denn mal meinen Gleitern ordentlich an die Brust drücken? Ja, die Roben hier vielleicht nicht gerade. Moment, ich gucke eben aufs Handy, das mache ich auch noch live im Let's Play, weil ich euch so gern habe. Ne, da habe ich dann hier mein Samsung Galaxy S1. WhatsApp. Jo, cool. Da hat der Anrufer mit einer guten Freundin geschrieben. Und ich bin leider im Gruppenchat mit drin, das heißt, ich bekomme die Nachrichten auch. Kultistenrobe. Bist du eine leichte oder eine schwere? Steht da nicht. Das ist ja... Steht da auch nicht. Warum steht hier gerade nicht leicht oder schwer? Ah, vielleicht liegt es daran, dass ich die nicht... Ah, hier steht leichte Rüstung. Ach so, das sind nur Klamöttges. Klamotten. Und Rüstung. Ey, jo, das ist es auch. Ich könnte meine Leute hier in dieser... Wachrüstung auch. Okay, dann habe ich hier eine. Ich hätte gerne auch einheitlich, wenn ich ehrlich bin, gerade beide. Ich habe auch zwei Vampirrüstungen. Ich könnte hier also auch in Vampirrüstungen stecken. Ja, leichte Elfenrüstung. Ich hätte aber beide auch gerne in schweren Rüstungen, einfach nur damit die da ein bisschen mehr wegstecken können. Diebes. Königliche Vampir. Ach ja, das ist ja die von Harkon. Leicht, schwer, Eisenrüstung, ne, bebänderte brauchen wir auch nicht. Ja, was soll der Kack hier? Na, ich habe nur eine Wolfsrüstung, aber Stahlrüstung hätte ich zwar, aber die trägt die ja schon und die finde ich ja nicht so spitze. Hier sind alles gewöhnliche Stiefel. Narrenhandschuhe, bla bla bla, braucht kein Schwein. Gehärtete Farm, na, da wäre eine zweite richtig geil von, aber naja, ich habe keine zweite. Zwerg, ich bin Ork, ich gebe mich nicht mit Zwergen ab. Schwere Dämmerrüstung habe ich auch nicht, wirklich. Na, die Perlstiefel, die sind auch leicht. Ich möchte die wirklich eben schwer, weil das ein bisschen mehr bringt. Die sollen nicht beweglich sein, die sollen was wegstecken können. Alles leicht hier. Leichter Bullshit. Stahlplattenrüstung, die stecken natürlich was ein. Die Orkische ist natürlich auch super. Okay, merken wir uns, Stahlplatten. Na, bevor ich die gleich wieder übersehe... Nehme ich einfach die zwei mit schon mal. Dann kann ich die nämlich wegpacken, wenn ich die nicht will. Ja, Orkisch geht ja nicht. Vulkan. Illusion. Schattenstahl. Ja, die ist ja fein. Wolfsstiefel. Stahlstulpen. Das sind natürlich die zwei passenden zu der anderen da. Zu den Stahlschienen. Gravierte Nordrüstung. Natürlich, die ist natürlich noch stylischer als die Stahlplattenrüstung. Okay, nehmen wir die gravierte Nord. Dazu dann die Nord-Stahlpanzerhandschuhe. Dämmerwacht, Zwergen, Zwerg, Zwerg. Dann brauchen wir noch den passenden Helm. Ah, da haben wir eigentlich die richtigen Schuhe, die Stahlplatten. Kultisten, nee, also Stahlhorn auch nicht gerade. Gravierte Nordstiefel, da haben wir die Nordstiefel. Orkische, gravierte Nordpanzer, na toll, abfahren haben wir nur einen. Ebenerzstiefel, na toll, das heißt, ich brauche jetzt auch noch irgendwie diese Panzerhandschuhe. Aber okay, Stahlplattenhelm, der passt nicht. Orkisch,
Ebenerz. Jo, die kriegen zwei Ebenerzhelme, die sind auch stylisch. Schild brauchen die noch. Schild des Blutigen. Garantiert verursacht für... Okay. Sieht aber sieht aber cool aus, das Schild. Ne? Vor allen Dingen hier auch mit diesen Zacken. Das ordentlich in die Brust gerammt und der steht nicht mehr auf. Jo, gut. Aber wir suchen einfach mal weiter. Leicht, schwer. Ach, Stahlschild. Glaube ich noch von früher in den Favoriten oder so. Dämmerwacht, Falma, Ork, Ebenerz. Ja, da haben wir jetzt das Problem. Ich habe von keinem Schild wirklich zwei Stück gerade. Das ist das Unpraktische. Elfenschild ist leicht, das ist das Problem. Ja, und hier habe ich das Blitzes und hier, aber das sind ja eigentlich beides dieselben. Genauso wie die zwei hier. Na, ich hatte zwei Stahlschilder, aber die sind so langweilig. Ich hätte schon was Besonderes. Also meine Krieger verdienen wirklich ein besonderes Schild. Ich finde, Helm haben wir ja. Handschuhe haben wir ja auch eigentlich, glaube ich. Ich gucke gleich einfach nochmal nach. Diese Handschuhe fehlen. Ja, toll. Und hier unten finde ich, glaube ich, keine. Ihr könnt mal gedrückt halten und dann ist er nach oben. Ach, das geht mit W. Ich scrolle gerade mit den Falltasten durch. Ich habe mich auch schon gewundert, warum ich so komisch da sitze. So sitze ich doch sonst nicht. Ein zweites Dämmerwachtschild wäre schön. Ist bis leicht. Ja, hier, das sind eigentlich auch zwei derselben, aber die sind auch wieder so langweilig, wie ich finde. Rüften und Weißlauf könnte ich den auch in die Hand drücken. Das ist leicht. Ich glaube, ich schmied mir gleich auf Notfalls, habe einfach selbst welche. Okay, gucke ich eben nach. Habe ich alles an Bekleidung? Zwei Ebenerzhelme. Helm haben wir. Brust haben wir. Stiefel haben wir. So, die Stiefel kommen ja weg, weil Stiefel haben wir. Stahlkappenrüstung brauchen wir nicht. Die Stiefel brauchen wir nicht. Die Silberringe sind ja was komplett anderes. Gravierte Nordstahlpanzerhandschuhe. Gravierte Nordstiefel. Gravierte Nordrüstung. EMR-Helm. Ja, aber gravierte Nordpanzerhandschuhe habe ich ja nicht. Ich habe hier nur die Nordstahlplatten. Sehen nicht ganz so passend aus, aber was Besseres habe ich gerade nicht für euch. Also. Ja, Zuhörer. Wie kann ich euch dienen? Ausrüstung. Ja, Zuhörer. Einmal hast du hier ja schon den ganzen Kram, den ich dir in die Hand gedrückt habe. Aber jetzt wirst du auch noch neu bekleidet. Du kriegst einen Ebenerzhelm. Da wird eine Nordrüstung, Nordstiefel und die. Ich gehöre euch. Schade, dass du es nicht anziehst. Lydia! Ich bin immer noch da. Neue Rüstung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Und zwar kriegst du ebenfalls einen Ebenerzhelm. Diese komische Rüstung, diese komischen Stiefel. Und diese schönen Handschüsse. Ihr geht vor, ich folge. Sieht an ihr gar nicht mal so übel aus. Das Problem ist nur, dass sie es nicht trägt. Und mit sie meine ich die andere komische Tussi an meiner Seite. Ja, gut, da kann ich gerade nichts dran machen. Schmeiß ich erstmal die Bücher weg. Die gehen ja leider nicht. Und leider auch nicht. Gut, das ging. So, ich hoffe, dass wenn ich hier fertig bin, ich wesentlich leichter bin. Wow, ich habe wirklich auch wieder ein paar Waffen. Da hatte ich doch einen Stab. Habe ich nicht noch einen übersehen? Ne, das war eine Axt. Oder ein Streitgruben. Da kommen ja die Edelsteine rein, die ich auch irgendwann mal verkaufen sollte, weil die sonst hier meine Truhe zuscheißen. Ja, ich probiere einfach mal wieder hier jeden Kack aus. Ja, den Stern behalte ich ja wegen Seelen und so.
Fackel würde ich auch gerne beibehalten. Goldbarren können eigentlich weg. Ich glaube, das ist noch eine ganze Menge Kack eigentlich von der Morrowind-Reise. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, ich dachte eigentlich, ich hätte das alles schon leer geräumt. Für die Quest habe ich jetzt übrigens auch einen Questmarker hier, um die Steine zu finden, damit wir sie schneller finden. In der Hoffnung, dass es was bringt. Ich bin mir leider gerade nicht sicher. Bekleidung, da kann das endlich weg. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Du kannst weg, du und du. Soll ich auch alle irgendwann mal wegräumen, wenn ich ehrlich bin? Wegen der Schmiedeaktion für Waffen und Dingenskirchens da. Schild für meine Begleiter. Ah, bloß nicht die Stahlbotzen, aber die Stahlpfeile können weg. Die Stahlbotzen brauche ich ja für meine eigene Armbrust. Wie viele Pfeile habe ich jetzt eigentlich drin? Ebenerz habe ich 25. 61, 25, 26. 200. Oh Gott, habe ich viele Zwergenpfeile. Und Zwergenbolzen sind auch nicht gerade eben wenig. Orkische Pfeile habe ich ja auch Unmengen. Stahlpfeile habe ich richtig viele wieder. Nordpfeile schieße ich ja gerade, deswegen habe ich da ja die 500 mit. Eisen habe ich schon wieder so viele. Warum sind die Eisenpfeile extra? Selbst geschmiedet oder was? Fallen habe ich auch Unmengen. Frostworn. Ja, ich glaube, das ist gewöhnlicher. Rostiger Pfeile. Ebenerzbogen. Naja, Ebenerz-Kriegsaxt kriegen meine beiden Begleiter. Die kriegen beide eine Ebenerz-Kriegsaxt, weil... Naja. Habe ich einfach beides gerade so schön. Gut. Kriege jetzt beide eine Ebenerz-Kriegsaxt und dann muss ich ihnen wirklich nur noch ein Schild schmieden. Zuhörer, es ist eine... Ja, Zuhörer. Gut, du kriegst jetzt hier von mir eine Waffe und zwar... Die Ebenerz-Kriegsaxt. Ja, Zuhörer. Ich bin zu blöd manchmal. Nein! Der Bogen bleibt bei mir, okay? Und den rüste ich jetzt wieder aus. So, ist der Bogen. Na toll, der Bogen ist nicht mehr mit drin. War der mal auf der 2 oder war der? Doch, der war auf der 2. Da habe ich nämlich auf 1 meinen Streitkolben, auf 3 das. Ich gehöre euch, Herr. Lydia! Bin immer noch da. Wie kann ich euch dienen, Tane? Du kriegst eine Waffe von mir. Und zwar die hier. Ich trage zwar immer noch so viel. Ihr geht vor, ich folge. Aber jetzt wird erstmal gleich geschmiedet. Und zwar ein Schild für euch beide. Wobei ich nicht glaube, dass die Assassinen darauf anspringen wird. Ich glaube, dafür brauche ich eine bessere Kriegerin. Oder einen anderen Krieger einfach. Wäre nämlich schön, wenn ich eine zweite Begleitperson hat, die dasselbe trägt wie... Ich glaube, ich raub da hier gleich alles, klopp mich mit einer, die ich dann anheuern darf, damit die mich dann begleitet, damit die dann die Rüstung hier kriegt. Einfach nur, damit der ganze Scheiß irgendwie aufhört. So, Probleme mach Scheiß, meine ich damit. Gut, gut. An die Schmiede. Einfach mal nachgucken, was dürfte ich denn alle schmieden? Auch soll's da nicht. Könnt hier ein bisschen was machen. Na, ein Pelzschild könnte ich ja machen, aber... Ne, da ist ja so ein langweiliger Schild. Ist ja auch so ein langweiliges Ding. Na... Ah ja, Shuriken sollte ich mir vielleicht irgendwann mal machen, wenn ich irgendwann Lust dazu habe. Ah, kaiserlicher Schild kann ich ja auch irgendwie, aber... Nee. Nee. Okay, haben wir hier etwas Schönes... Schildtechnisches. Ja, Stahlschild. Braucht keiner. Leder. Braucht keiner. Zwergisch. Braucht keiner. Palmer. Palmer Armor. Schild brauchen wir ja von denen auch nicht. Akaviri? Fennekiri? What the fuck? Was ist das denn? What the fuck? Was ist das denn?
mein... Er schafft einen Schutzzauber, der Zauber wird so absorbiert. Was ist das denn für eine absolut geile Rüstung? Oh mein Gott! Ich hab's ver... Der Motor bearbeitet seine Mauch. Ich liebe den Kerl. Ich hab ja einen Schmiedemode drin, ne? Damit man alles schmieden kann, was ist. Und der hat aufgrund des neuen DLCs höchstwahrscheinlich seinen Mode überarbeitet. Der ist ja göttlich. Oh, sowas mag ich ja. Wenn jemand echt sich doch die Mühe gibt, im Nachhinein, weil was Neues gekommen ist, seinen Mode zu überarbeiten. Das ist ja echt etwas, was man feiern sollte. Jo, Baumaterialien. Oh mein Gott! Boni-Mode! Knochenrüstung! Auch Knochen und Netzschleder. Ne, aber das ist jetzt Deutsch. Das heißt, das ist Boni-Mode. Ich glaube, das ist was anderes. Das ist jetzt, glaube ich, durch das DLC von Dawnguard oder so. Knochenrüstung kann ich jetzt machen. Ich könnte mir jetzt Sachen auch Knochen machen. Oh, das ist geile Knochenarmee. Knochenrüstung Armschiene, Knochenrüstung, Knochenrüstung Helm. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich demnächst mache. Und da habe ich meine Nordrüstung. Was ist der gravierte Nordhelm? Naja, das hat ja schon was. Norddolch, Nordaxt, Nordhammer, Nordschild. Natürlich kann ich nicht machen, weil mir die Stahlbarren fehlen. Nordschwert, Nordaxt, Nordstreitkolben, Nordzweihänder, Nordpfeil, sonstiges Dietrich. Ich fass es ja nicht. Das ist ja absolut geil, was man hier machen dürfte, wenn man die Sachen dazu hat. Aber die Schilde kann ich mir irgendwie von keiner Sorte machen. Das ist ja richtig kacke. Ich kann mir für euch keine Schilde... Okay, aber ich weiß, was ich demnächst mache. Die werden also alle wirklich demnächst richtig brutalo eingekleidet. Das heißt, entweder alle in gravierter Nord oder alle in Knochen. Also da muss ich mir dann noch was überlegen, was ich je nachdem wie machen kann. Das heißt allerdings, wir brauchen eine Menge Knochen mehr. Das heißt, wir müssen eine verdammte Masse an Skeletten eliminieren. Und wegen des Handys, das ihr vielleicht hört, was ich vielleicht noch nicht gehört habe, gucke ich gerade eben nochmal drauf. Wow. Die Göttlichen sind euch vier Nachrichten. Ja, was ich laut lesen for the win.